Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself Inspiration Kids Club. Heute werden wir gemeinsam etwas mit Lego-Steinen bauen und zwar dieses super coole Lego Minecraft Hochbett für unsere Playmobil-Figur Julian Vogel. Wie ich das gemacht habe und alles, was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Für unser Lego Minecraft Hochbett für den Julian Vogel brauchen wir verschiedene Lego-Steine. Ich habe 19 von diesen Vierern benutzt. Außerdem eine Platte, das sind auf der Seite 6 und auf der Seite 2, 4, 6, 8, 10, 12, also 6 mal 12. Dann habe ich noch zwei von diesen kantigen Steinen, die sehen ganz seltsam aus, ihr könnt natürlich auch andere nehmen. Ups. Dann haben wir hier noch zwei kleine Teile von einem Zaun, damit Julian auch nicht aus dem Hochbett rausfällt und nochmal vierer Stangen. Sowie drei von diesen Viererplatten. Julian nehme ich jetzt einfach mal beiseite und wir setzen, wie wir mögen, einfach in verschiedenen Farbkombinationen. Ihr könnt natürlich auch noch ganz andere Steine nehmen, die einfach hier aufeinander. Das ist schon mal eine Stange von dem Hochbett, also ein Fuß. Dann machen wir einfach in derselben Farbkombination noch die zweite Stange direkt dahinter. Dann auch noch eine dritte Stange. Die hat jetzt einfach mal andere Farben. Und die vierte Stange, die hat eine kleine Besonderheit, denn da kommt noch eine Leiter dran, damit Julian Vogel auch ganz einfach in das Hochbett einsteigen kann. Und da habe ich auch schon wieder was vergessen, fällt mir gerade ein. Zusätzlich brauchen wir nämlich noch diese Zweiersteine. Das sind so ganz flache Platten, die kennt ihr sicherlich aus euren Lego-Sets. Denn damit die Leiter nicht zu wackelig wird, brauchen wir so eine kleine Stabilisierung. Okay, und diese beiden oder diese vier Füße können wir jetzt einfach hier an unsere Platte setzen. Einfach außen die Viererblöcke dran drücken und schon ist unser Hochbett fast fertig. Wir werden hier jetzt noch vorne einen Schutz bauen, damit der Julian nicht, wenn er sich mal im Schlaf dreht, aus dem Hochbett fällt. Hochbett fällt. So. Und den vierten hiervon haben wir gar nicht gebraucht. Wir haben nämlich nur drei Stufen. Und jetzt ist das Hochbett auch schon fertig. Hier an der Seite habe ich keine Sicherung gebaut. Wenn man das Hochbett dann an die Wand stellt, dann ist hier quasi die Wand, die Julian daran hindert, dass er rausfällt. So, jetzt sieht es noch ein bisschen unbequem aus. Wenn ihr möchtet, dass wir Julian Vogel vielleicht auch noch eine kleine Matratze machen und vielleicht ein Kopfkissen und eine Decke, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall jetzt Julian Vogels Minecraft Lego Hochbett. Minecraft deshalb, weil die Farben so ein bisschen daran angelehnt sind. Und hier kann er dann ganz einfach in sein Hochbett krabbeln. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, ob wir hier noch weiteres Zubehör für das Lego Minecraft Hochbett basteln sollen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Fidget Spinner selber bastelt mit einfachen Lego Bausteinen. Was sind diese Fidget Spinner? Das ist einmal das hier. Das ist in letzter Zeit ziemlich Trend geworden. Ich sehe es sehr oft auf den Straßen. Dieses zum Beispiel gehört Khan. Der läuft hier immer damit rum und das sieht richtig cool aus. Und ja, Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man mit einer einfachen Lego Classic Box so einen Spinner nachbauen kann. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis gleich. Freunde, was wir dafür alles benötigen, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal 8 Stück von den 3x2 Platten, das sind die hier, 8 Stück. Dann brauchen wir eine Kreisplatte von den 6x6 Platten oder Platte.
Hier dann einmal 4x4, die kleinere Version. Dann brauchen wir so einen Reifen. Dann so eine Platte. Dann zwei von diesen Pflanzenblüten. 4 von den 2x2 und einmal so einen Stab. Freunde, das Ganze werde ich euch in die Videobeschreibung nochmal reinpacken, dass ihr es nochmal nachlesen könnt. So, dann wollen wir mal anfangen, das Ganze zusammenzubauen. Dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen erstmal mit diesen zwei Platten hier an. Die kommen hier aufeinander drauf. Dann nehmen wir jeweils davon 4 Stück und befestigen hier drauf. Ich mache die hier zu einer Linie, dann sieht es nachher cooler aus, wenn man das Ganze dreht. So, wenn wir das Ganze hier befestigt haben, drehen wir das Ganze um. Nehmen jetzt diese 2x2 Platten und machen die hier drunter. Hierbei spielt die Farbe keine Rolle, weil man das eh nicht sehen wird. So sieht es von der Seite aus, so nochmal von unten und so nochmal von oben. So, wenn wir diese Platten, 2x2 Platten befestigt haben, nehmen wir wieder die 2x3 Platten und befestigen hier drunter. Das müsste jetzt einmal hier eingerastet sein und jeweils hier. Das Ganze machen wir bei den anderen Sachen auch. So sieht das Ganze dann fertig aus. Jetzt kommen wir dann zu unserem Kugellager, wo wir das Ganze dann drehen können. Dafür nehmen wir einmal unsere zwei Pflanzen, die wir hier aus dem Set haben. Nehmen das Stäbchen hier, ziehen das hier oben rein, aber nicht komplett durchziehen, nur ein wenig. Dann nehmen wir einen Reifen, tun das dann hier rauf. Das Ganze kommt dann von unten hier rein. Dann nehmen wir die zweite Pflanze, auch hier wieder nach oben Kopf und stecken das hier durch. So, Freunde, jetzt kommt das Wichtige, steckt es nicht komplett durch. Lasst da auf jeden Fall ein wenig Luft zwischen, damit sich das Ganze hier drehen kann. Wenn ich jetzt das Ganze komplett durchdrücke, ist das so steif oder so fixiert, dass ich es nicht mehr drehen kann. Deswegen lasst dazwischen Luft, dass es hier ein wenig noch locker ist und dann kann man das Ganze drehen. Und das war's dann auch schon. So sieht das Ganze dann aus. Und somit haben wir dann unseren eigenen Widget-Spinner mit Lego-Bausteinen selber gebaut. Sieht das nicht cool aus? Hier Lego und hier einmal das von Amazon. Das sieht doch fresh aus. Meine Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben dafür. Sonst für weitere freshe Videos könnt ihr auch natürlich unseren Kanal abonnieren. Und schreibt in die Kommentare, ob ich noch eine weitere Version bauen soll. Es gibt ja natürlich andere Bausteine. Was ich nämlich vorhabe, um ein bisschen euch anzuteasern, ich versuche gerade im Moment noch LED-Lichter reinzubringen, dass das Ganze noch im Dunkeln leuchtet. Wenn ihr das Video sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, gebt uns einen Daumen da oben dafür. Freunde, sonst checkt auch mal die anderen Videos aus, die Eva, Kati oder Nina gemacht haben. Findet ihr alles in unserer Playlist und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Und tschüss! Heute gibt es ein Mini-Video von mir. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man aus Lego ein Skateboard basteln kann. Hanna hat nämlich noch keins und jetzt hat sie ein Lego-Skateboard. Und damit kann sie es ihrem Bruder Julian gleich tun und auch auf der Funburg Skateboard fahren. Für unser selbstgebautes Skateboard für Hanna Vogel brauchen wir wirklich nur ganz, ganz wenige Teile. Wir brauchen unter anderem so eine 2x4 Lego-Platte. Insgesamt sind dann 8 solcher Lego-Noppen da drauf. Die habe ich jetzt hier in lila. Dann brauchen wir noch 2 Paar Räder. Die hängen jetzt hier so zusammen. Die eignen sich wirklich super dafür. Und dann haben wir noch 2 solcher Radaufhängungen. Ich weiß nicht, ob die nur in bestimmten Sets dabei sind, aber die sind wirklich ganz, ganz cool, um daraus ein Skateboard zu bauen. Wir nehmen also die Platte, setzen da diese Radaufhängung drunter und klipsen dann die Räder dran. Und dann ist das Skateboard auch eigentlich schon fertig. Einziger Nachteil ist, dass bei den Playmobil-Skateboards in der Mitte noch so ein kleiner Stift ist und da kann man dann die Playmobil-Figuren so einhaken. Hanna Vogel kann trotzdem auf diesem Skateboard fahren und zwar liegt es wahrscheinlich an ihren Gummilatschen. Vermutlich würde sie einfach herunterrutschen, wenn sie barfuß fährt. Dann hat sie nämlich nicht so eine gute Haftung auf dem Brett. Deshalb kommen ihre Latschen wieder dran. Und diese Latschen, damit kann sie sich eigentlich ganz gut auf dem Brett halten. Und wenn man dann die Hand dreht, lässt sie sich sogar auch etwas lenken. Wir werden mal schauen, ob die Hanna Vogel auch auf der Funbox fahren kann, die wir letztens für Julian gebaut haben. Die haben wir nämlich hier. Ich glaube, wenn Hanna jetzt wirklich alleine hier runterfahren würde, würde sie vermutlich runterfallen. Wollen wir das mal gemeinsam austesten? Ich schubse sie jetzt einfach mal an. Aber wahrscheinlich bleibt sie nicht auf dem Skateboard stehen. Oh oh. Halt dich gut fest, Hanna.
Also die Landung war ein bisschen schwierig, aber sie hat es auf jeden Fall auf dem Skateboard runtergeschafft. Einfacher ist es auf jeden Fall, wenn man die Figur festhält. Und dann kann sie einfach mit dem Skateboard runterfahren. Hier ist so eine Kante, da bleibt man hängen. Da könnte man noch ein bisschen Washi-Tape oder Klebeband dran machen, damit er nicht so ein harter Übergang ist. Aber, ups. Man könnte übrigens auch probieren, die Playmobil-Figuren auf einem Fingerboard runterfahren zu lassen. Das funktioniert eventuell sogar auch. Und jetzt kann Hannah das ihrem Bruder gleich tun und ebenfalls Skateboard fahren. Falls ihr also kein Playmobil-Skateboard habt, baut euch einfach eins aus Lego oder verwendet ein Fingerboard. So, ich will einmal runterkommen. Klappt auf jeden Fall nicht hundertprozentig, aber zum Spielen reicht's allemal. Ich hoffe, mein Video zu dem Lego-Skateboard für Hannah Vogel hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt weitere Rampen für den Skatepark sehen möchtet hier auf dem Kanal. Und wenn ja, welche Rampen sollen das sein? Wir haben ja jetzt schon eine Funbox aus Pappe, aber man kann ja noch andere sogenannte Obstacles basteln, wie zum Beispiel eine Rail, also eine Stange, wo man dann mit den Achsen grinden kann, oder vielleicht eine Halfpipe oder sowas. Einfach in die Kommentare damit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Heute gibt es 3 super coole Sachen für die Schule, für Lego-Fans. Und zwar ein Lineal, ein Kugelschreiber und ein Radiergummi. Diese 3 Sachen kann man ganz einfach selber machen. Dafür braucht man auch nicht besonders viel. Am besten ein paar Lego-Steine. Und los geht's! So ein Lego-Lineal, das kann eigentlich ganz unterschiedlich aussehen. Da könnt ihr auch eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe als erstes als Bodenplatten 2 so beige, flache Platten mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hochstehenden Punkten. Die kommen beide hier unten hin und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn das hier so ein bisschen schräg ist, dann kann man so den Stift daran entlang führen. Deswegen habe ich als nächstes hier diese schrägen Steine, die man meistens auch so als Dachplatten benutzt. Ihr könnt natürlich euer Lineal auch noch viel länger machen, aber ich dachte, so ein kleines, praktisches Lineal, das ist ganz gut, um das mit ins Etui reinzulegen. Und hier oben war das jetzt noch so ein bisschen noch rau, habe ich mir gedacht. Deswegen gibt es noch glatte Platten, um das hier oben zu glätten. Aber irgendwie ist es dann noch nicht ganz handlich, deswegen habe ich hier noch diese 2 kleinen Bänke. Und daran kann man das jetzt gut festhalten und dann mit dem Stift zum Beispiel unserem Lego-Kugelschreiber hier entlang fahren. Oder eben sich so ein bisschen hier an der Schräge orientieren und an der Schräge, oh, jetzt bin ich abgerutscht, an der Schräge entlang fahren. Funktioniert super, kann man tolle Sachen mit zeichnen, zum Beispiel auch mit Bleistift. Wenn ihr eine durchgängige Platte habt, empfehle ich euch eher die zu nehmen. Ich hatte jetzt nicht so eine lange, habe deswegen die 2 einzelnen genommen, aber natürlich ist da jetzt auch, wenn man hier drüber fühlt, eine klitzekleine Kante und man sieht es jetzt hier nicht, aber wenn das dann eine Platte ist, ist es natürlich noch glatter und noch besser geeignet für ein Lineal. Als nächstes kommen wir zum Kugelschreiber. Für den Kugelschreiber braucht ihr natürlich eine Kugelschreibermine. Die nehme ich hier raus. Und meine Mine ist jetzt sehr dünn. Muss man natürlich einmal testen. Passen die Steine hier drauf? Ich habe hier diese zylinderförmigen Steine. Und die passen da sehr gut drauf. Aber hier, das wollte ich gerne eigentlich als Spitze nehmen. Selbst das hier ist so dünn. Also die Mine ist so dünn, dass sie da durchflutscht. Aber viel kleinere Steine gibt es ja auch nicht, deswegen nehme ich das trotzdem. Also ich habe einen Stein für die Spitze und verschiedene Steine, die dann hinten drauf gesteckt werden. Da kann man auch zum Beispiel sehr cool diese Blumen dann oben noch nehmen. Und für hinten als Abschluss habe ich dann auch nochmal so einen Stein. Und noch so ein kleines Blümchen. Das
ist dann wirklich der allerletzte Stein, der ganz oben drauf gesetzt wird. Und damit jetzt der Kugelschreiber hier nicht durchflutscht, habe ich mir überlegt, nämlich einfach ein bisschen Knete. Und also das ist jetzt Silkclay. Silkclay gebe ich hier vorne rein und dann gehe ich einmal mit meiner Mine dadurch, bis vorne die Spitze rauskommt. Und die Spitze befreie ich, aber die Knete, die lasse ich hier so ein bisschen rundherum. Die wird so ein bisschen das stützen, damit dann der Kugelschreiber hier nicht durchrutscht. Und jetzt geht's los mit den Steinen. Stein für Stein schiebe ich hier drüber. Einfach von hinten auffädeln, bis vorne schieben und einklipsen. Da kann man natürlich jetzt sich auch verschiedene Muster überlegen. Zum Beispiel abwechselnd. Ich finde auch ganz cool diese Steine, die so durchsichtig sind. Da kann man dann auch noch die Mine sehen. Dann sieht man auch noch, welche Farbe der Kugelschreiber hat. Und dann kommen ein paar einfarbige. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Kugelschreiber euch selber machen und dann in verschiedenen Farben. Und besonders gut gefällt mir das eben mit diesen Blumen. Die kommen jetzt hier auch drauf. Kann man natürlich auch noch so ein bisschen drehen. Eine Blume ist so, eine so. Dann dieser Stein hier. Ups, falsch rum. So. Und damit die Mine hinten nicht wieder rausrutschen kann, habe ich dann noch diese kleine Blume hier als Abschluss. Und schon ist mein Kugelschreiber fertig. Und die dritte Idee für die Schule ist ein Radiergummi in Legosteinform. Dafür braucht ihr Radiergummimasse, um Radiergummis selber zu machen. Ich habe so einen ganzen Kasten mit verschiedenen Farben. Ein bisschen was haben wir schon damit gemacht. Ein bisschen was fehlt schon. Aber die kann man einfach so im Bastelladen kaufen. Und man kann natürlich jetzt auch Legosteine in allen möglichen Farben machen. Diese Radiergummimasse kann man zum Beispiel jetzt in so eine Legosteinform geben. Die ist eigentlich so zum Backen, eine Silikonform. Ich finde aber, dass das ziemlich groß ist für ein Radiergummi. Deswegen habe ich das ein bisschen anders gemacht. Wenn ihr das ohne Form machen wollt, braucht ihr nur einen Legostein. Ihr sucht euch dann also ein bisschen Radiergummimasse in eurer Lieblingsfarbe aus und fangt an, die zu kneten. Und die muss man erstmal ein bisschen länger kneten. Die ist am Anfang sehr hart, aber wenn man ein bisschen knetet, ein paar Minuten, dann ist sie richtig schön weich. Und nach ein paar Minuten ist meine Knetmasse jetzt schön weich. Die bringe ich jetzt schon mal so ein bisschen grob in die Form von einem Legostein. Und drücke jetzt einmal von oben den Legostein rein. Und da sehe ich, die war noch nicht groß genug. Also knete ich noch mal ein bisschen weiter. Versuch Nummer 2. Ja, jetzt ist genau der ganze Legostein drauf. Jetzt brauche ich eine Schere. Die Masse lässt sich jetzt ganz einfach mit der Schere schneiden. Und ich schneide jetzt genau hier im Abdruck entlang. Jetzt hat das ungefähr die Form und die Größe von einem Legostein. Und jetzt drücke ich von hier oben einfach nochmal diese Punkte da rein. Es ist dann nicht so, dass die oben rausstehen, sondern das ist eben genau negativ reingedrückt. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch so kleine Kügelchen formen und oben einfach kleine Punkte draufsetzen. Dann sieht es auch aus wie ein Legostein. Noch ein bisschen glatter der Punkt und ein bisschen platt gedrückt und dann kann man den hier oben draufsetzen. Ich finde, es sieht aber auch sehr cool aus, wenn man den einfach hier so reindrückt.
erkennt man auch auf jeden Fall, dass es ein Legostein sein soll. Und diese Radiergummimasse, damit die jetzt aushärtet und damit dann nicht mein Legostein wieder kaputt geht, muss die jetzt noch im Backofen gebacken werden. Aber da müsst ihr einfach bei eurer Knete schauen, was da auf der Anleitung draufsteht. Also das ist immer mit einer detaillierten Anleitung und da steht dann genau, wie viel Grad und wie lange. Und dann hat man hinter ein richtig schönes Radiergummi. Und das funktioniert natürlich auch. Damit kann man die Linien hier wieder wegradieren. Meins ist jetzt ja gerade noch nicht ausgehärtet, deswegen verliert das so ein bisschen an Form. Also lieber erstmal härten und dann losradieren. Hoffentlich haben euch meine Ideen für die Schule gut gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas vermisst und sagt, Mensch, es fehlt auf jeden Fall noch der Anspitzer. Zeigt uns den doch auch noch. Dann schreibt das einfach unten rein und sonst nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich habe für Hannah Vogel ein kleines Sofa gebaut aus Legosteinen und daneben ist auch noch eine Lampe, also ein Tischchen und eine Lampe. Dann kann die vielleicht lesen oder sich einfach ein bisschen entspannen auf dem Sofa. Das Sofa kann man ganz einfach selber bauen aus Legosteinen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr alle Steine, die ich verwendet habe, alle in rosa und lila. Ich glaube, die werden Hannah gefallen. Das sind einmal 8 Steine, die so aussehen. Also die kann man hier unten so dran stecken, dann ist eine kleine Stufe drin und vorne ist es so ganz glatt. Die habe ich hier in rosa und in lila. Dann habe ich so einen ganz kleinen Würfel mit einem Punkt hier so an der Seite. 2 Zweier, einen Dreier, 2 Vierer, dann nochmal 2 Steine, die oben so gebogen sind oder gewölbt sind. Die kann man auch gut so für ein Dach benutzen, wenn man ein Haus bauen möchte. Dann habe ich noch 4 Achter. Hier diese beiden Steine, die habe ich noch so als Sofakissen, passend zu dem Lila. Und dieser Stein, der hat hier an der Seite so einen Stab, der rauskommt. Und da habe ich dann die kleinen goldenen Steine draufgesteckt, so als Lampe. So, mit diesen Steinen starte ich. Ich nehme die beiden Vierer. Dann kommt hier ein Zweier drauf, der Dreier, nochmal ein Zweier und hier der Einer und der hat ja an der Seite noch dieses zusätzliche Loch. Nun brauche ich diese beiden Steine, die kommen einfach hier oben drauf, so und so. Und das ist jetzt schon mal die Sitzfläche von unserem Sofa. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch schon mal das kleine Tischchen mit der kleinen Lampe dran machen. Als nächstes brauchen wir 2 Achtersteine. Die werden von hinten hier so dran gesetzt. Und daran können wir jetzt diese Steine befestigen. Ich habe so gemacht, dass ich außen 2 rosa und dann innen 4 lilane gesetzt habe. Aber man kann das natürlich schön auch variieren, je nachdem, welche Farben ihr so da habt. Vielleicht so in Streifen oder vielleicht ja, alle möglichen bunten Steine benutzen, wie ihr möchtet. Aber ich glaube, Hannah Vogel, die wird sich freuen, wenn das Ganze so in rosa und lila zum Beispiel so gestreift ist. Das sieht schon mal sehr schön aus, aber das ist noch so ein bisschen unstabil. Ui, da ist mir auch die Lampe schon abgefallen. Damit das Ganze noch ein bisschen stabiler ist, habe ich nochmal 2 Achter. Und die werden einfach von hinten so dahinter gemacht. Und dann habe ich ja noch diese lilanen Steine, die lege ich einfach noch so mit drauf als kleine Sofakissen. Ah, oh, dieses Sofa ist so toll! Hoffentlich darf ich das in mein Zimmer stellen! Ich finde es auch richtig schön, das Sofa. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben, gerne nachmachen. Also ich freue mich auf die Kommentare. Vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, ein Foto zu senden, könnt ihr das auf unserer App machen. Die App heißt Studio Self-Inspiration. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Und tschüss!